Das hat uns alle schockiert. 11-Jährige, die mit Heroin dealen. 13-Jährige, die als Drogenkuriere arbeiten. Bittere Realität in deutschen Großstädten. Wie umgehen mit solchen Kindern, die strafunmündig sind? Darüber wird jetzt diskutiert. Und die Antwort liegt für viele erschreckend nahe. Wegsperren diese Kinder, ab ins geschlossene Heim. Wie absurd diese Forderungen sind, zeigen Jugol und Norbert Siegmund. Berlin-Neukölln. Heroindealer in der U-Bahn. Manche erst 11 Jahre alt. Arabische Drogenbanden setzen bewusst Kinder ein. Denn unter 14-Jährige sind nicht strafmündig. Selbst wenn die Polizei Kinder auf frischer Tat fasst, sperrt sie sie nicht ein, sondern sie muss sie an Eltern oder Jugendämter übergeben. Meist sind die Kinder noch am selben Abend wieder frei und machen einfach weiter. Ein angeblich 13-Jähriger, der die Behörden fast ein Jahr lang naht. 10-mal wird er als Drogenhändler gefasst. Oder dieser 11-Jährige, 14-mal auf frischer Tat ertappt. Meist konnte er schon am nächsten Tag weiter dealen. Die Polizei frustriert, ebenso wie der Bürgermeister von Neukölln. Die Behörden scheinen nicht machtlos zu sein, sie sind es. Angeblich machtlose Behörden. Eine Steilvorlage für die Boulevardpresse. Immer lauter der Ruf nach Gesetzesverschärfungen. Nach dem Motto, kriminelle Kinder hinter Schloss und Riegel, will Bayerns CSU-Innenminister unter 14-Jährige in geschlossenen Einrichtungen unterbringen. Sein niedersächsischer CDU-Kollege verlangt geschlossene Heime. Und mit Berlins regierendem Bürgermeister springt ein Sozialdemokrat auf die populistische Welle. Kriminelle Kinder wegsperren. Kurz darauf macht Wowereit einen Rückzieher. Die Wahrheit ist, schärfere Gesetze sind gar nicht nötig. Fachleute wie Rechtsprofessor Christian Berntsen ärgern sich über solche Parolen. Die rechtlichen Möglichkeiten zu einem effektiven Schutz der Kinder und auch im Übrigen der Gesellschaft bestehen. Und solche Debatten lenken eigentlich davon ab, dass sie nicht genutzt werden. Eine Scheindebatte also um schärfere Gesetze, nur weil Behörden ihre Arbeit nicht richtig machen. Beispiel Berlin. Hier bringt die Polizei nach Straftaten aufgegriffene Kinder, wenn Erziehungsberechtigte nicht greifbar sind, in den Kindernotdienst. Doch der ist weder auf Dealer vorbereitet, noch auf Gewalttäter. Auch nicht auf Kinder, die Autos stehlen und kaputt fahren und damit sich und andere gefährden. Folge? Meist noch am selben Abend gehen die Aufgegriffenen einfach wieder. Und jeder hier weiß das schon vorher. Die haben auch nicht die Vorstellung, hier zu bleiben. Und hier gibt es keine Möglichkeiten, die Jugendlichen dann festzuhalten. Warum? Das ist, weil das eine Beratungsstelle ist, die ein Hilfsangebot macht und nicht eine Strafmaßnahme. Gibt es nicht die Möglichkeit, sie festzuhalten. Tatsächlich gibt es laut Gesetz die Möglichkeit. Das Jugendamt ist in diesen Fällen sogar verpflichtet, ein Kind sofort in Obhut zu nehmen. Das heißt, der Staat muss für die Eltern einspringen und darf das Kind dann auch festhalten, um, Zitat, eine Gefahr für Leib oder Leben des Kindes oder eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter abzuwenden. Wichtig zum Beispiel bei dealenden Kindern, die andere gefährden. Und auch sich selbst. Denn sie bunkern verpackte Heroinkügelchen im Mund und schlucken sie bei Polizeikontrollen herunter. Hier zwingt das Gesetz den Staat sogar zum Handeln. In Eilfällen zunächst auch ohne Gerichtsbeschluss. Zu dieser Inobhutnahme gibt es eine Pflicht. Die öffentlichen Träger der Jugendhilfe sind dazu verpflichtet. Und die Inobhutnahme muss so gestaltet werden, dass die Gefahr effektiv beseitigt wird. Und zu effektiver Gefahrenbeseitigung gehört im Zweifelsfall auch junge Menschen gegen ihren Willen festzuhalten. So ist bei einem 13-jährigen Dealer seit Monaten aktenkundig, dass er in einem Wohnheim nachts Heroinkügelchen ausgebrochen hat. Laut einem internen Polizeivermerk bedeutet das womöglich Lebensgefahr. Trotzdem lassen die Behörden den Jungen immer wieder laufen. Natürlich ist es rechtswidrig und im Zweifel auch strafbar, wenn der junge Mensch in dieser Zeit zu Schaden kommt, in der die Pflicht zur Inobhutnahme besteht. Untätige Behörden, die sich möglicherweise sogar strafbar machen.
Wir konfrontieren die Berliner Jugendverwaltung mit dem Fall und erfahren, offenbar wurden hier wichtige Informationen einfach nicht weitergegeben. Warum bringt man so ein Kind in den Kindernotdienst, wenn doch alle wissen, die sind gar nicht dafür eingerichtet? Also ich kann jetzt diese Aktenlage, die Sie hier schildern, nicht bestätigen. Die ist mir so nicht bekannt. Ich kann Ihnen nur sagen, hier ist alles getan worden, was in unseren derzeitigen Möglichkeiten steht, um hier ein schnelles Handeln möglich zu machen. Wir werden an der Stelle zu untersuchen haben in den nächsten Wochen, welche Verfahrensverbesserungen wir hier noch einleiten müssen. Ist das Inkompetenz oder hat man hier Angst, Verantwortung zu übernehmen? Am meisten Mutlosigkeit und Fantasielosigkeit. Vielfältig hat sich öffentliche Verwaltung daran gewöhnt, in einer etwas trägen, auch öffentlich entmutigten Weise diese Fälle als irgendwie nicht lösbar anzusehen. Behörden versagen. Doch statt hier aufzuräumen, fällt Regierenden nichts Besseres ein, als nach geschlossenen Hallen zu rufen und schärferen Gesetzen. Dabei hatten schon vor Jahren Populisten ein regelrechtes Debakel angerichtet. CDU und Schill-Partei richteten in Hamburg ein geschlossenes Heim ein. Doch statt Sicherheit gab es nur Skandale, zahlreiche Rechtsbrüche, noch mehr Ausbrüche und zuletzt Millionen Kosten. Die CDU selbst machte das Heim dann wieder dicht. Dabei gibt es seit Jahren spezialisierte Einrichtungen, die es besser machen und das auf Basis vorhandener Gesetze. So im brandenburgischen Neuendorf, eine Autostunde von Berlin entfernt. Aus ganz Deutschland schicken Jugendämter ihre wohl schwierigsten Fälle hierher, darunter welche, die sonst kein Heim mehr nimmt. Um 50 Kinder und Jugendliche kümmern sich rund 70 Mitarbeiter. Erzieher, Lehrer, Psychologen, Therapeuten. Bisweilen auf Schritt und Tritt. Notfalls rund um die Uhr. Weglaufen zwecklos. Wie Manndeckung beim Fußball. Mit der für ein Kind laut Gesetz größtmöglichen Strenge. Ja, wunderbar. Das sieht gut aus. Wir machen ihm sehr deutlich, was bestimmte Verhaltensweisen für Konsequenzen haben. Und dass wir es eben nicht aushalten, dass man uns tritt und schlägt, sondern dass wir dann eben wie normal in jeder Familie auch ihn davon abhalten werden. Natürlich begeben wir uns jetzt nicht in Ringkämpfe, ja, sondern es ist so, dass wir dann ganz geschult eben den Jugendlichen oder das Kind festhalten. Und das weiß der junge Mensch. Das weiß er, dass er sich darauf verlassen kann, dass wir auch hier die Grenze setzen. Jedes ordentliche Gericht, was vernünftig arbeitet, wird auch ganz kurzfristig innerhalb eines Tages eine Freiheitsentziehung eines jungen Menschen dann genehmigen, wenn der Sorgeberechtigte sagen kann, warum sie notwendig ist. Bei den meisten Kindern hier sind die Erzieher per Gerichtsbeschluss befugt, ihnen die Freiheit zu entziehen. Doch das ist immer nur letztes erzieherisches Mittel, denn statt um Strafe geht es darum, zu Straffreiheit zu erziehen, durch Einsicht. Eine Psychologin spricht mit einem 13-Jährigen, weil der immer wieder ausrastet. Was gibt es denn für Möglichkeiten, Wut rauszulassen, ohne dass da jemand anderes angeschrien werden muss? Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Ich meine, Sport kann man ja hier nicht machen. Ich darf ja nicht alleine aufs Gelände. Ja, das gibt ja auch einen Grund dafür, weshalb du nicht alleine aufs Gelände kannst. Und wenn man angespannt ist, dass man dann auch mal Sachen macht, die man dann in dem Moment gerade nicht steuern kann, dann haben wir Bedenken, mit dir rauszugehen. Eine Art strenge Familie für Kinder, die bis dahin nie Halt hatten. In den Wohngruppen wird gemeinsam gegessen, aber immer erst, wenn alle am Tisch sind. Der täglich wechselnde Küchendienst kommandiert. Wir setzen uns gerade hin. Guten Appetit. Guten Appetit. Zur Not muss 24 Stunden jemand da sein und auf diesen jungen Menschen aufpassen. Wichtig ist doch nur das Ergebnis, nämlich dass er nicht wegläuft und dass er sich nicht so doll über seine Situation ärgert, dass er gar nicht mehr erzogen werden kann. Diese beiden Punkte müssen gewährleistet sein.